In Bremen nicht nur zur Freude der zahlreichen Fans. Auch die Honorationen der Hansestadt schmücken sich gern mit dem Pop-Idol. Vor dem Auftakt seiner Europatournee im Bremer Weserstadion wurde Michael Jackson zu einer Audienz im Rathaus empfangen. Ralf Hermersdorfer und Markus Thiele waren ihm dabei mal wieder dicht auf den Fersen. Warten auf den König. Der Bürgermeister blieb trotzdem locker und entspannt. Eigentlich verstehen sich alle, die hier ins Rathaus kommen, als Freunde der Stadt. Und ich glaube, Michael Jackson muss das noch lernen. Und wenn es gut geht, dann ist es. Und es ging alles gut. Bestens gelaunt und ausgeschlafen traf König Jackson mit einer Stunde Verspätung im Rathaus ein. Nach dem Händeschütteln mit dem Bürgermeister entschuldigte sich Michael Jackson höflich für die Verzögerung. Hatte doch die ganze Stadt diesen glorreichen Tag bis ins kleinste Detail vorbereitet. Solch einen Gast begrüßt man selten im hohen Norden. 10 Fernsehteams und Dutzende Fotografen bekamen das offizielle Bild. Ein Autogramm von Michael Jackson ins Gästebuch der Stadt. Als Zugabe vom Bürgermeister gab es die Bremer Stadtmusikanten als Popfigur. Der Musikant aus Amerika wollte unbedingt die Kostbarkeiten des Rathauses bestaunen. Sat.1 begleitete den 39-Jährigen in das Prunkstück des Rathauses, die Güldenkammer. What's your name? Der Sohn von Tourneeveranstalter Klaus Böhnisch war mächtig stolz. Ein spontanes Foto mit dem King of Pop vor all diesen wichtigen Leuten. Und wie wichtig Michael seine Fans sind, davon konnten sich die 3000 unten vor dem Rathaus überzeugen. Wie geht es dir? Ich liebe dich. Ganze 5 Minuten zeigte sich Jackson seinen Fans auf dem berühmten Balkon des Bremer Rathauses. Und von da aus ging es durch die mittelalterlichen Prunksäle und Wendeltreppen Richtung Fans. So offen und herzlich erlebt man Michael Jackson selten. Er nahm sich alle Zeit der Welt, gab zahlreiche Autogramme an seine Fans. Heute Abend steht der König des Pop auf der Bühne des Bremer Weserstadions. Zur ersten Probe seiner Show für Samstag. Des Michael Jackson-Besuchs in Bremen. Der Megastar kommt, wie gestern, wieder mit einer Stunde Verspätung an. Die echten Fans verzeihen ihm das, denn auch wenn Michael Jackson heute wieder Mundschutz trägt, sind sie sich hundertprozentig sicher, dass er es auch wirklich ist. Wie er ihm geht, wie er aussieht und ja, so kann kein anderer sein. Crewmitglieder aus dem engen Umfeld behaupten anderes. Michael soll gleich 5 Doubles besitzen und der sich heute Nachmittag ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hat, sei nicht der echte. Aber kann man so viele Fans so einfach täuschen? Die Stimmprobe könnte es beweisen, aber heute gab es ausnahmsweise kein I love you. Wie geht es dir? Ich liebe dich. Und trotzdem bleiben leise Zweifel. Ob der echte hier unten lang gegangen ist, das weiß ich nicht. Wieso hast du da Zweifel? Weil er seine Maske um hatte, sein Mundschutz. Und darum zweifle ich so ein bisschen dran. Ob es denn nun der echte war oder nicht, das weiß keiner so ganz genau. Freunde und... Jacko hatte extra für sie Deutsch gelernt. Wie geht es dir? Ich liebe dich. Und wir dich auch, Jacko. Und das war's dann auch schon für die Fans. Michael stieg ins Auto und ab ging's ins Hotel. Henning Scherf war ziemlich überrascht. Er hatte sich den Megastar doch etwas anders vorgestellt. Er hat auch richtig geredet, er hat auch gefragt, er hat auch sich was erzählen lassen. Er hat sich sogar interessiert. Das hatte ich alles nicht erwartet. Ich habe immer nur gedacht, er sagt, I love you und dann haut er ab. In
Bremen der Bär. Kein Wunder, denn kein geringerer als Superstar Michel der Erste hielt Hof in der norddeutschen Hansestadt. Einen Tag lang konnten seine Fans einen Bremer Stadtmusikanten der besonderen Art erleben. Mehr als 5000 waren gekommen, um ihrem Idol zu huldigen. Das boykottierte stolze 5 Jahre lang aus steuerlichen Gründen deutsche Stadien und Arenen. Doch morgen ist die lange Wartezeit endgültig vorbei. Denn dann startet der Kinderfreund im Bremer Weserstadion seine Europatournee. Und dafür hat sich Jacko noch eine kleine Überraschung ausgedacht. Denn das skandalumwitterte Girly-Trio Tic-Tac-Toe wird als Vorgruppe für den King of Pop auftreten. Monika Lierhaus präsentiert das Blitz-Spezial zum Tourauftakt von Michael Jackson in Bremen. Samstag nach dem Konzert, ca. 22.20 Uhr. Das Blitz-Spezial.